Danke für eure Hilfe, Fremde. Verzeiht mir, auch wenn ich eure Anstrengungen mir mit Fragen vergelte. Wie kommt es, dass ihr hier seid? Leute von außerhalb finden normalerweise nicht so leicht in unserer Stadt und diesen noch in viel höherem Maße, seitdem der Verbannte uns mit Hilfe seiner Magie versteckt. Es wäre ein großer Zufall, wenn ihr unwissentlich hierher gelangt seid. Ich suche nach dem, den ihr den Verbannten nennt. Irenikus hat mir viel genommen. Ich suche Irenikus, weil ich meine eigenen Gründe dafür habe, doch ich finde. Doch nun will ich auch euch helfen. Und wieder habt ihr Irenikus den Verbannten genannt. Warum? Elan will es mir nicht sagen, aber ich muss es wissen. Nehmen wir mal die zwei. Es war dumm von uns zu glauben, dass seine Schreckensherrschaft sich nur auf einen begrenzten Raum erstrecken würde. Ich muss Abbitte leisten, wenn er euch gepeinigt haben sollte, da wir zum Teil die Schuld an jeder bösen Tat tragen, die er begeht, weil er noch am Leben ist. Wir werden uns bemühen, Entschädigung zu leisten, wenn diese Angelegenheit erledigt ist. Aber im Moment hat der Verbannte alles fest in der Hand. Wir sind seiner Gnade unterworfen. Elam war besonders irritierend. Zum einen verlangte er Hilfe, zum anderen wollte er mir aber keine Informationen geben. Zum Wohle von uns beiden werde ich helfen, aber ich weiß nicht, was das ausgelöst hat. An eurem Zustand wird sich nichts ändern, wenn ich nicht allmählich ein paar Antworten bekomme. Was hat das hervorgerufen? Nehmen wir mal die 1. Ich mache mir so sehr Sorgen um die Schande unseres Volkes in Angesichts Irenikus und Bodis Taten. Was bringt es zu schweigen, wenn die ganze Stadt vernichtet wird, weil wir nicht um Hilfe bitten? Ihr gehört nicht zum Volk der Elfen. Es muss für euch schwer zu verstehen sein, warum wir so zögern, darüber zu sprechen. Hoffentlich werdet ihr es irgendwann begreifen. Die Verbannten waren nicht immer so, wie ihr sie heute kennt. Sie trugen einst Namen, die ich voller Stolz benutzt hätte und waren so würdig des Lobes wie jeder andere. Dann sind sie aber tief gefallen. Ich kann jetzt nichts Wertvolles an ihnen erkennen. Das sagt ihr, aber ich habe erkannt, dass sie nur des Hasses und des Abscheus würdig sind. Das sagt ihr. Ich habe jedoch ihre guten Seiten nicht kennengelernt. Nehmen wir mal die 1. Sicherlich seid ihr zu euren Bedenken berechtigt. Ihr wäret nicht ihr, wenn euch nicht mächtige Gefühle bewegen würden und es fällt dem Verbannten leicht, Reaktionen hervorzurufen. Wahrlich, er hat sich fast alle, die er getroffen hat, zu Feinden gemacht. Erleichtert kann ich sagen, dass ich bisher nur wenige getroffen habe, die ihm in Bosheit in nichts nachstehen. Die größte Reaktion hat er bei uns, seinem eigenen Volk, hervorgerufen. Denn er hat uns Schlimmeres angetan als jedem anderen. Er hat mir meine Seele genommen. Er ist ein Verbrecher, der keine Grenzen kennt. Ja, er gehörte dem Volk der Elfen wie wir, doch jetzt nicht mehr. Königin Elesim hat ihn verstoßen, weil er bewiesen hatte, dass er in seinem Herzen kein Elf war. Das muss aber ein Verbrechen gewesen sein. Was hat er getan? Und Bodhi, war sie auch darin verwickelt? Er scheint mächtig genug. Was wollte er sonst noch erreichen? Fragen wir mal nach Bodhi. Sie und er waren wohl bekannt am Hofe von Suldanesala. Zumindest er war für uns ein großer Stolz. Er war ein großer Magier und so erfahren, wie man es ohne göttlichen Beistand nur sein kann. Er stand hoch in der Gunst der Königin, doch es war nicht genug. Also ja, er war ein Magier, kein Arkan-Magier, kein Priester-Magier. Die haben es nicht so mit den Göttern. Bei den beiden war die Schwester die Unersättliche. Sie war nicht so angesehen, aber sie übte großen Einfluss auf ihren Bruder aus und zog ihn mit in ihren Wahnsinn. Wir reißen es. Es ist nicht, dass diese Schlechter eine so enge Beziehung haben. Fahrt fort. Läuft euer Geschaffen auf irgendwas hinaus? Fahrt fort. Gemeinsam suchten sie nach mehr als Mögliches. Sie strebten nach der Macht der Götter und sie machten sich keine Gedanken über die Folgen. Der Verbannte führte ein dunkles Ritual durch und beging einen schweren Übergriff gegen das größte Symbol unserer Langlebigkeit, den Baum des Lebens. Er wollte seine Säfte mit denen des göttlichen Baums vermischen. Seine Säfte, okay, indem er ihn anzapfte und seine Energie beraubte. Sein Versuchsschluck fehlt, doch der Rest von uns musste den Preis bezahlen. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich solche Sachen manchmal laut vorlese, anstatt sie im Kopf zu lesen, dann fallen mir solche Sachen irgendwie eher auf. Das klingt sehr, wie ich sehr zweideutig mit den Säften. Er unterbrach die Verbindung der Elfen zu Land und Natur. Eine starke Erschütterung lief durch Suldanesala und viele unserer schwächeren Bürger mussten mit dem Tode ringen. Ah. Dass er für seine selbstsüchtigen Ziele und die seiner Schwester so viel Gefahr brachte, war eine Sache. Aber es war nicht zu begreifen, dass er das bedrohte, was uns erst zu dem macht, was wir sind. Warum wurde er dann nicht sofort getötet? Das hätte eine Menge Ärger erspart. Das kann man nicht vergeben, gewiss. Was geschah dann? Ja, ihr wart das so wütend. Fahrt mit eurer Geschichte fort. Nehmen wir mal die 2.
Elisime war es, die über das Verbrechen zu richten hatte, und sie war hart. Ihnen wurde alles genommen, was zum Wesen des Volkes der Elfen gehört. Sie wurden ausgestoßen, damit sie so vielleicht lernen mochten, wie wertvoll unsere Art der Lebensführung war. Die hochspirituelle Elisim wandte sich an die Götter und die Verbannten wurden mit einem göttlichen Fluch belegt. All ihre Verbindungen zum Geist der Elfen wurden durchtrennt. Elisim hielt das für eine Strafe schlimmer als der Tod. Ein Leben nicht länger als das eines Menschen und ihr Geist verbannt aus dem Paradies, auf das alle Elfen ein Anrecht haben. Die Schwester wurde freiwillig zum Vampir, um so den göttlichen Fluch auf die Probe zu stellen und ihm entgegenzuwirken. Doch so leicht kann man die Götter nicht austricksen. Der Bruder ging dieses Wagnis nicht ein. Ein besserer Mensch hätte gelernt, das zu schätzen, was er verloren hat, und hätte vielleicht zur Menschlichkeit gefunden und sich bemüht, sich zu verändern. Aber er zeigte, dass er kein besserer Mensch war. Ihr ließet also Irenikus und Bodhi frei, anstatt sich zum Bessern, schmiedeten sie Rachepläne. Mensch, was hattet ihr denn gedacht, Blitzdenkerin? Dem stimme ich zu. Ich habe den Hass von dem Irenikus besessen ist, am eigenen Leib erfahren. Wir hatten gedacht, dass es besser ausgehen würde. Der Verbannte fand einen Weg, sich wiederherzustellen. Er verbündete sich mit dem von uns am meisten verachteten Feinden und hat seine alten Pläne wieder aufgenommen. Und hier komme ich ins Spiel. Er stahl mir meine göttliche Seele durch eine Art Ritual. Ja, er stellte sich wieder her, indem er meine göttliche Seele stahl. Ich suche ihn wegen der Art, wie er sich wiederhergestellt hat. Er hat mir und jenen, die mir lieb und teuer sind, Schaden zugefügt. Ich werde ihn immer noch wegen meiner eigenen Gründe töten. Irenikus hat den Tod verdient, genau wie Bodhi. Nehmen wir mal die 1. Ich kann nicht abmessen, welche Auswirkungen, das ist ein L zu viel, unsere Entscheidungen auf euch hatten. Eure Entschädigungen werden bezahlt werden, wenn hier jemand übrig bleibt, der sie leisten kann. Ich stehe immer noch unter Schock, dass so etwas passieren konnte. So viele unserer Verteidigungstruppen waren fort, um gegen die Drow und ihr Eindringen in den Tempel zu kämpfen. Wir konnten uns nicht wehren. Zwei Verbannte, die einander halfen und beide so voll Hass und Eifer versucht, dass sie sich durch nichts würden aufhalten lassen, unsere Herzen zu treffen. Der Verbannte brachte Dämonen und durch Magie erschaffte Wesen über die Stadt und einen schwarzen Drachen, der im Nordwesten landete. Ich habe versucht, sie zu bekämpfen, doch es waren zu viele. Elan erwähnte Elisim und dass sie vielleicht in der Lage wäre zu helfen. Ich muss Elisim finden, danach werde ich Irenikus erledigen. Es ist Irenikus, den ich finde. Den Rest eures Volkes ist auf sich allein gestellt, nehmen wir die 1. Der Verbannte hat die Straßen mit seinen Günstigen übersät und Elisim in den Palast gebracht. Ich habe versucht, hineinzugelangen, aber er ist fest verschlossen. Ob ihr nach der Königin sucht oder gekommen seid, um den Verbannten aus eigenen Gründen aufzuspüren, in jedem Fall müsst ihr den Palast und auch mit dem Monster auf den Straßen fertig werden. Und ich glaube, das ist eine Möglichkeit, Bip beides gleichzeitig zu schaffen, obwohl das nicht einfach sein wird. Nein, wir haben dafür gesorgt, dass es nicht einfach wird. Ja, natürlich werden wir, wenn möglich, dem Elfenvolk helfen. Es wird an diesem Tag keinen Sieg geben, wenn es dem Zauberer gelingen sollte, alles, was von diesem Ort existiert, platt zu machen. Haben wir Zeit hierfür? Wir sind hier, um Talisas Seele zurückzuholen. Vielleicht, wenn es nicht zu lange dauern würde. Es ist schrecklich, diesen Ort leiden zu sehen. Ich habe nicht selbst die Kraft, um diese Aufgabe zu bewältigen, aber vielleicht schafft ihr es. Wenn ich euch sage, was getan werden muss, werdet ihr es tun? Ja, wie können die Wesen aufgehalten werden? Wenn es keine andere Möglichkeit geben sollte, dann gut. Sag mir, was getan werden muss. Es muss noch einen anderen Weg in den Pass geben. Oder einen durch die Tore zu gelangen. Ja, Elisim ist mir egal. Ich bin hier, um Irenikus zu finden. Nehmen wir die 1. Der Tempel ist Lillafeen Ralatil geweiht. Er kann die Geister des Waldes herbeirufen, um uns zu verteidigen. Außerdem hat er die Macht, den Palast aufzubrechen. Aber der Lord der Blätter muss geweckt werden und sein Avatar herbeigerufen werden, damit die Geister kommen. Die Kreaturen des Verbannten haben den Tempel entweiht und die Artefakte gestohlen, die ich benötige. Die Artefakte befinden sich irgendwo in der Stadt, im Besitz der Günstigen des Verbannten, vielleicht sogar beim Schwarzen Drachen im Nordwesten. Es gibt 3. Ein Talisman, ein Gold von Rilifane, einen goldenen Kelch und eine Mondklinge. Den Talisman habe ich schon mal, den kenne ich nicht und die Mondklinge auch nicht. Geht in den Tempel, der bestimmt bewacht wird, und legt die Gegenstände auf die Statue in der Mitte. Dies wird den Avatar zu unserer Verteidigung herbeirufen. Ihr seid euch sicher, dass das die Lösung ist? Ich glaube daran. Ich kann nicht sicher sein, doch Rilifane hat die Macht,
Geht bitte. Je länger ihr wartet, desto mehr werden die Elfen leiden. Schnell. Oh, absolute Immunität. Das ist auch nicht schlecht zu haben. Und jede Menge anderes Zeug. Schleuderkugeln zum Beispiel für dich. Wurfpfeile, die wir nicht brauchen. Frische beißende Pfeile. Pfeile plus 1. Und absolute Immunität. Wer der Zauber wirkt, kann der Zauberbinder nur noch vom magischen Waffen plus 5 oder besser verwundet werden. Das Zauber ist zwar äußerst mächtig, hat aber deswegen nur eine sehr geringe Wirkungsdauer. Da der Zeitaufwand für den Einsatz des Zaubers sehr gering ist, ist er gerade in der Hitze des Gefechts äußerst nützlich. Der Zauber bedeutet für den Magier oft den Unterschied zwischen Leben und Tod. Absolute Immunität funktioniert nicht in Verbindung mit dem Zauberschutz vor magischen Waffen. Der Schutz hält an, bis die Wirkungsdauer endet oder der Zauber gebannt wird. Das ist der ultimative Verteidigungszauber, weil selten Leute mit plus 5er Waffen rumrennen. Ja. So, immer ein Level up. Das ist ein Quicksave. Nee, so wollte ich das. Wobei, machen wir es so. Also, immer ein Level up. Ein Trefferpunkt, ein 4er und 5er Magier. Okay. Das ist schon mal nicht, ist eigentlich nicht schlecht. Auf 4. Geisterrüstung, die finde ich nicht so toll. Zauberauge. Spinnenbrut. Steinhaut, kleinere Kugel der Unverwundbarkeit. Erweiterte Unsichtbarkeit. Nehmen wir mal die Unverwundbarkeit. Hier schmeißen wir die Phantomklinge raus. Sonnenfeuer. Nehmen wir mal das. Schutz vor normalen Waffen. Immunität gegen Zauber, Chaos, Beherrschung. Nehmen wir mal Beherrschung. Wobei, was für eine Reichweite hat das? Sichtweite des Zaubernden, das ist gut. Rettungswurf speziell, Rettungswurf keine Wirkung, okay. Achso, Rettungswurf hat er. Dem Opfer steht ein Rettungswurf minus 2 gegen Zauber zu. Der Zauber hält dann bis die Wirkungsdauer. Wesen der vierten Stufe oder höher halten einen Rettungswurf minus 4 gegen Zauber. Wesen der vierten Stufe oder niedriger sind automatisch betroffen. Nö, lassen wir es mal so. Stellen wieder den Schwierigkeitsgrad hoch. Quick Save. Ich warte. Kannst du vielleicht heilen? Es ist eine dunkle Zeit für uns alle, aber es gibt Hoffnung. Was muss ich noch tun? Könnt ihr mir nicht helfen? Nein, ich kann nicht helfen. Okay. Meine Zauberkraft ist erschöpft. Und alle heiligen Gegenstände, die ich hatte, waren im Tempel. Wenn dem Volk geholfen werden soll, müsst ihr es tun. Ja. Gut, ich habe also keine Wahl. Ich muss mich selber erstmal heilen. Was machen die Stiefel? Der Träger kann die Macht der Stiefel aktivieren. Sie verleihen einen Bonus auf alle Rettungswürfe, verbessern die Rüstungsklasse. Um 8. Naja, okay. Bolzen plus 2. Was kann die Schleuder spezielles? Ach, der Schallangriff, okay. Ich helfe, wo immer ich kann. Vita, Mortis, Kaya.
Die Dienerin der Natur ist bereit. Vita Mortis Kaya. Vita Mortis Kaya. Die Schwachter von Mortis. Vita Mortis Kaya. Wieder als Ringzirkus. Ja. Vita Mortis Kaya. So, habe ich noch. Ich habe nur die ganz großen. Okay, die hebe ich mir erstmal auf. Vita, ich werde langsam müde. So. Können wir nicht eine Pause machen?